Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Hof Bergmann im Singleplayer-Projekt mit dem Akalüle. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben beim Spulen, haben jetzt eine Nachfrage nach Äpfeln bekommen. Und rein theoretisch müsste ich auch ein Apfelsammelaufhänger, Aufhänger, Apfelsammelhängler, Hängler, Hänger, ja, Deutsch, dabei haben. Ich habe nur keinen Plan, wo. Wir müssen selber Ballentechnik mit drunter liegen. Was ist denn am Sonnenangebot? Brauchen wir nicht. Obwohl, der Zeta sieht gut aus. Und das sind Schlepper. Ich scroll jetzt mal durch einmal alles durch, weil ich jetzt leider keinen genauen Plan habe, wo der Anhänger drin liegen sollte. Das Häcksler, das ist Anbaugeräte, das ist Grimme, das ist Holmer, das sind die Anhänger. Kann denn. Ich habe auch keine Ahnung, was das sind denn die Zeichen für Äpfel? So ein typisches Apfelzeichen sehe ich nämlich nicht. Die Kotterei, das sind die Striegel, das sind Mähwerk, das sind Schwader, das sind Ladewagen, das sind ist die Ballentechnik mit außerdem Brandner, den Container, nichts Spannendes zumindest. Was haben wir hier Schönes? Hier ist der, und der macht Hackschnitzels. Oh, hier haben wir zwei, hier haben wir Anhänger. Ballen. Warum ist denn der Kategorie Frost? Hat der Mord dann die verkehrte Kategorie eingeordnet? Vielleicht ändere ich das nochmal, wenn ich Lust und Zeit habe. Wo ist denn das jetzt? Die noch selbst aktiviert. Fängt ja mal wieder. Ah, hier wird spannend. Oder auch nicht. Das ist langweilig, das sind die kleinen Sachen. Habe ich mir den Anhänger eigentlich gekauft? Um zu testen? Ne, habe ich nicht. Wir müssen gleich echt mal bei Apfelplantage gucken. Gewichte, Gewichte, Gewichte. Was war hier? Nein, einen davor. Nein, das sind Autos, das sind Gewichte, das ist Paletten. Alles Mögliche, das sind Förderbänder. Hier haben wir platzierbaren Krimskrams. Paletten, Verkaufsstelle, Werkzeugkiste. Genau, der Verkauf. Naja, sind wir durch. Nee. Ich tappe jetzt mal kurz nach. Ich tappe nicht raus. Ich will nach da oben tappen. Boah, heute ist ja echt der Apfelplantage besuchen. Kann ich rein theoretisch anpacken? Habe ich denn. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Osterei. Hofsilo. Osterei, da. In der Sparte ist das. Gut, sehen halt noch Äpfel aus. Gut, das heißt, wir könnten rein theoretisch, weil ich bin der Meinung, dass ich keinen Anhänger habe, der das laden kann. Oder sehen wir jetzt irgendwo hier Äpfel? Mal darauf spekulieren, dass ich einfach den nehme und einfach die da reinhaue. Das werde ja, das werden wir jetzt auch so machen.
sonst werde ich mal Anhänger unser Anhänger holen, der die Dings laden kann. Also es lässt es mir jetzt schon wieder zu laut, aber auch in der Aufnahme zu laut, sehe ich gerade. Werde ich das jetzt so einstellen, oder werde ich das jetzt erstmal so machen, dass ich das per Hand auflade, und irgendwann werden wir uns dann vielleicht mal, wenn ich einen passenden Anhänger gefunden habe. Oh, wir haben aber auch Eier, müssten wir jetzt ja auch theoretisch haben. Es geht ab. Dann hätten wir den eigentlich hier lassen können, wenn jetzt die Eier drauf ist. Ist auch egal. Machen wir das später. Zack. Und zack. Nee. Das muss ich ja noch fest. Hallo. Mal sehen, wie die sich die füllt. Oh ja, oh, kann man. Wie viel haben wir denn, dass das so zügig geht? Nein! Ja, die Eier sind jetzt wahrscheinlich Matsche. Leck mich doch am Arsch. Eigentlich brauchen wir so einen kleinen Autoanhänger oder so. Ist jetzt fertig? Gut. Aber so ein kleiner Autoanhänger wäre geil. Gibt es nicht was standardgemäßes? Autos? Diverses gibt's ja nicht. Was ist das denn? Ach ne, das ist nur der Tank. Das ist die Plattform und das ist alter Tank. Nee, den will ich nicht. So, was werden wir dazu machen? Wir werden jetzt gucken, ob das feldreif ist. Weil dann könnten wir rein da schon mal einen Drescher draufsetzen. Sieht gut aus. Das heißt, ich werde jetzt direkt alles mitnehmen, was ich brauche. Dann kann ich direkt den CP darauf laufen lassen. Zack. Dieser Geräusch, da kriegt man direkt ein. Also man fährt vor die Mauer und troniert damit dadurch das Maisschnittwerk. Aber keine Sorge, wir sind ja perfekte Reparateure, das heißt, irgendwann werden wir es reparieren. Der Schadensmod wäre eigentlich geil. Eigentlich wäre, ich habe auch gestern Abend schon gedacht, dass eigentlich diese Hof-Beckmann-Karte auch eine richtig gute Multiplayer-Karte wäre. Hier gibt es standardgemäß so viel zu tun, dass du rein theoretisch 2, 3 Leute ohne Probleme, nicht wie auf der Frankenland-Map, wo es einfach nur groß Ernten abfährt, dass du halt hier so viele Produktionszweige, die du hier bewirtschaften kannst, auch relativ einfach bewirtschaften kannst, muss man leider dazu sagen. Also nicht leider, muss man dazu sagen. Relativ. Oh, hier ist ja noch, das sind ja noch Dings Sonnenblumen drin, aber ich glaube, bei dem Anhänger müssten auch noch welche drin sein, dann ist das ja. Relativ simpel bewirtschaften kannst. Warum leckt das denn jetzt? Hallöle? Ich möchte gar nicht wissen. 22, jetzt sicher. Na, ich habe was vergessen. Keine Ahnung, warum ich gerade 13 Bilder habe. Speichern, ja. Ich habe ganz viele Lua-Fehler, das gefällt mir nicht.
Pellets Eggbox. Ah gut, dann wissen wir zumindest, woran es liegt. An den Eiern. Wenn es wirklich an den Eiern liegt, dann kannst du die Eierproduktion ja voll vergessen. Vielleicht kann ich diese Werte nachher rausnehmen. Wenn es wirklich in den Eiern liegt. Und dann Happy Birthday. So geht Eier sammeln heute. Kann man hier ganz entspannt einladen. Guten Äpfel mal einsammeln. Könnten ihm ja auch mal einen Namen geben, der die ganze Zeit Hallo schreit. Ich fütter dann. Also wenn das Lecken wirklich durch die Eierproduktion passiert, zumindest die. Oh, da sind nicht viele drin, aber. Wenn es wirklich an der Eierproduktion liegt, dann werde ich die leer räumen oder leer laufen lassen. Weil ich glaube nicht, dass das dann einen Sinn hat. Dann werde ich die gucken, dass ich die ganzen Eier verscherbel offscreen, weil das muss A nicht mit in die Aufnahme. Wenn es leckt und ruckelt und wenn es dann wirklich danach besser ist, dann wissen wir zumindest, dass wir das erstmal nicht machen. Ach, fick dich. Weil wir dann ja einen Grund haben, um zu sagen, nein. Ich will die nicht mehr. Hi. Ach, halt die Klappe. Wir brauchen die nicht mehr und wir wollen die nicht mehr oder wie auch immer. Wir können dann theoretisch das Getreide oder was es dann auch immer wird, andersweitig benutzen, um halt uns keine Ahnung was davon zu gönnen. Nein, aber dass wir halt dann gucken, weil es tut ja nichts Not, wenn es leckt und ruckelt und scheiße ist. Dann könnten wir eindeutig auch einfach sagen, komm, scheiß drauf. Die Äpfel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Warum stehen hier in 50 Kisten? Auch schön. Brauchen wir jetzt nicht. Hallo, ich habe die Dinge noch gar nicht losgelassen. Ach, fick dich. Wir können dann das irgendwie anders, wollte ich benutzen und schöner machen. Und stehen dann 50 Milliarden Kisten.
Mindestens ist in jeder was drin. Ja, wir haben. Ah, da. Ach, fick dich. Dafür müssten wir uns, falls wir die Äpfel wirklich weiter produzieren, eine bedeutend schnellere Variante finden. Und handelt sich da sogar zu einer Idee, einfach mit dem Teleskopleiter hoch die ganzen Apfelkisten zusammenschieben und dann auflanden an einem Punkt, anstatt die Wege zu nehmen. In etwa zumindest. Könnte aber zumindest mal probieren. Ach, fick dich. Ich lass die. Werde das zumindest auch gleich mal anders ausprobieren, wenn offscreen, weil dann kann ich ja ein bisschen was testen, wie man das, weil ich das jetzt auch alles zum ersten Mal mache. Das heißt, ihr seid so live in Air dabei und könnt die drei Äpfel, die ich da gerade an der Kiste trage, live. Ach, fick dich. Live mitverfolgen. Diese ganzen Äpfels produziere. Ich schaue es mir an. Ich, dadurch, dass es jetzt ja aktuell zumindest gerade nicht mehr ruckelt. Eierbox. Also wenn die wirklich die Eier Probleme machen, die sehen zumindest nicht gut aus, die Eierboxen. Die habe ich drüber geschmissen. Eindeutig. Ich bin gut. Ach, fick dich. Kasten. Lasse dich. Yay, drin. Oder abends schon Livestream gucken. Ach, ne. Ah. Spannend, wie viele davon nachher im Endeffekt auch wirklich. Da sind vier Äpfel drin, das lohnt nicht. Aber die Kiste ist voll. Hab nicht beim anderen gesehen, dass es da eigentlich einen Anhänger für gibt. Ich den aber A noch nicht gefunden habe. Der hat mich Autoload. Da brauchst du dran vorbeifahren, machst Autoload an und dann ist das. Oh, ich habe eine Idee. Es gibt. Man könnte das zumindest mal probieren. Hallo Kiste. Kommst du da jetzt raus? Kommst du. Aber 22 FPS ist echt nicht geil. Oder es wird halt zu FPS. Ich fahr vor. Es ist echt nicht. Also da müsst ihr uns A eine bedeutend schnellere Möglichkeit mal überlegen, denn die ganze Zeit das da zu machen, das frisst garantiert eine halbe Stunde. Die möchte ich euch aber jetzt gleich nicht mehr antun. Das heißt, für die heutige Aufnahme reicht es zumindest erstmal und ich werde jetzt gleich erstmal die einigen Probleme, die es ja noch auf dieser Karte scheinbar gibt, oder ich zumindest habe, durch. Sind drei Äpfel drin. Hier ist eine volle Kiste. Ach, fick dich. Mal gucken. Also wir schaffen da auf. Ach, fuck. You motherfucker. Und tschüss. Die kommen zum Glück oben noch nicht wieder raus. Die Kiste war genau. Die Kiste war genau auch nicht so voll. Mal gespannt, wie lange das hält. Aber ich werde zumindest gleich eine andere Taktik ausprobieren. Indem ich die gleich einfach mir den Teleskoplader holen und die einfach gleich mal zusammenschiebe. Ich kann das ja theoretisch zumindest mal probieren. Da liegen die zumindest alle auf einem Haufen. Oder ich habe. Ich könnte mit dem Autoload spielen, den ich an der Palettengabel habe. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber ich kann es rein theoretisch zumindest mal testen. Ich glaube, das werde ich jetzt so machen. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt, wie weiter Äpfelkisten fliegen,
ich weiter auf dieser Karte erstmal einen flüssigen Spielstand wieder hinkriege. Das heißt, nein. Ach, fick dich. Weiter versuche, wie alles hier. Nee. Drüber. Apfelkisten-Weitwurf könnte man ja auch mal spielen, so als Olympiadisziplin. Na gut, ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Ich hasse es. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke. Ciao.